Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Steves Modelle der Eisenbahn. Wir starten mit einem Unboxing. Ja, wunderbar. Was kommt zum Vorschein? Eine Zugpackung, DB-Stückgutverkehr, Epoche 4. Und wenn ich jetzt die Griffel noch weg tue, dann sieht man sogar die Nummer. Geht doch 26616 von Märklin. Und das Kernstück ist die dort enthaltene Köff. So, wenn wir das Styropor ein bisschen weggepfriemelt haben, sehen wir dann auch das Innenleben dieser Zugpackung. Und da ist das gute Stück. Oh, was ist das? Ein Reifen? Ein Haftreifen? Ich weiß es nicht. Gehört auf jeden Fall nicht zu dieser Lokomotive. Dann packen wir die auch gleich mal aus und sehen dann, dass wir nichts sehen, denn sie hatte keine Haftreifen, also kann es keine geben. Aber ansonsten eine wunderbare, schön bedruckte Lokomotive, tolle Details, auch farblich abgegrenzt. Diese Stangen, diese Griffstangen, wunderbar. Nochmal der verzweifelte Blick, kann ich das irgendwo einbauen? Nein, gehört nicht zur Lokomotive. Und dann sind natürlich auch noch Waggons dabei. Wir schauen uns den erstmal an. Wow. Auch hier wunderbar gearbeitet. Toller Wagen. Super. Gibt's nichts auszusetzen. Weiter geht's mit den Preiserlein. Arbeitende Preiserlein. Auch die sind mit am Start. Und ein LKW. Wir haben ja hier Betriebszustand um 1978, deswegen auch ein Stück gut LKW mit dem DB-Keks. Epoche 4, hatte ich das schon gesagt? Nö. Was ist denn sonst noch dabei? Ja, eine Spielewelt-Diesellok-Anleitung für die Köff. Eine Anleitung an sich für die Köff war auch zu erwarten. Und ihr werdet es nicht glauben, sogar eine Garantiekarte. Dann hören wir uns diese Lokomotive doch mal an. So, was gibt es für ein Fazit zu dem Sound? Der Sound an sich, das Motorgeräusch, das passt nicht. Was mir gut gefällt, ist das Signalhorn. Das ist wirklich sehr nahe dran, gefällt mir sehr, sehr gut. Und was so ein bisschen übertrieben ist, aber auch noch in Ordnung, ist das Gequietsche beim Bremsen. Immerhin kann das die Lok. Genau, hier ist sie nochmal reingerollt. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal noch etwas größer, aber vielleicht etwas verwackelter. Jetzt kommt noch ein Mangel, der mir aufgefallen ist, und zwar, das ist die Farbtreue. Bei dem Waggon geht es ja noch, aber bei dem, der jetzt gleich reinrollt ins Bild, da sieht man deutliche Unterschiede zwischen dem, wie er im Katalog ausschaut, und dem, wie er in der Wirklichkeit ausschaut. Oder? Ich weiß nicht, also da muss man schon richtig Fanboy sein, wenn man da sagt, das passt. Naja, Farbtreue und Markenhersteller, das ist so ein Thema. Aber die Lok schaut gut aus. Nice.
Lok hat einen Gleishaftmagnet zur Zugkraftverbesserung gemäß Merkel. Deswegen kommt sie auch den Hügel rauf mit ihren zwei Waggons. Lang nicht, was es bedeutet, wenn jemand vom Kupplungswalzer sprach. Jetzt weiß ich es. Die Lokomotive hat das auch noch. Und zwar neben den Telex-Kupplungen kann man tatsächlich eine Taste drücken und dann passiert Folgendes. Sie fährt nach vorne, macht ein Geräusch, entkuppelt und fährt in die andere Richtung weg. Wundertoll! Dann komme ich jetzt zum Fazit dieser Zugpackungsvorstellung. Insgesamt hat sie mich bis jetzt positiv überrascht. Was ich natürlich noch nicht testen konnte, ob das Lokomotivchen auch gut über die Weichenstraßen fährt. Kann ich nicht sagen. In dem Sinne wünsche ich euch eine gute Vorweihnachtszeit. Tschüss, ciao, servus, baba. Und adieu.